Nämlich ein Zeichen, wenn wir auf Sendung sind. Okay, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Raum und ich denke noch viel mehr draußen, die uns an Bildschirmen zuschauen und sie zugeschaltet haben. Wir haben ein hochbrisantes Thema, das, glaube ich, langsam erst an Fahrt noch gewinnen wird, die Suche nach einem atomaren Endlager. Bevor wir dies aber angehen, erstmal darf ich meine Gäste begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Frau Professor Miranda Schröers bei uns haben. Und da muss ich ein bisschen was erklären. Sie ist das erste Mal hier und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir Sie als Gast haben. In Amerika geboren, über Japan, Oslo, schließlich nach Deutschland gekommen, nämlich zur FU. Wo sie vergleichende Wissenschaft, Politikwissenschaften mit Forschungszentrum für Umweltpolitik geleitet hat. Sie war dann, wurde dann Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen des Bundesumweltministeriums, ist Vorsitzende des Europäischen Netzwerkes für Umwelt- und Nachhaltigkeitsräte, heißt das, und wurde 2011 von Angela Merkel in die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung gebeten. Das ist schon eine ungeheure Laufbahn, die Sie da, eine Karriere, die Sie da vorweisen können. Und der schönste, der bisherige Höhepunkt, würde ich doch einfach mal sagen, weil sie nämlich dann nach München kam, an die Hochschule für Politik, die, wie wir wissen, ja der TUM angegliedert ist, und hat dort den Lehrstuhl für Umwelt- und Klimaschutz. Herzlich willkommen bei uns. Und mit dieser Vita, die ich jetzt gesagt habe, hoffe ich, dass Sie zwar das erste, aber nicht das letzte Mal bei uns sind, denn Ihr Fachwissen, von dem können wir sicher noch viel profitieren. Klimaschutz wird ja ein immer wichtigeres Thema werden. Und ich begrüße, und da muss ich gar nicht viel sagen, Dr. Günter Beckstein bei uns, altbekannt. Wir haben sein Foto gerade dort auf unserer Wand zu 70 Jahre Presseclub gesehen, ehemaliger Ministerpräsident, Innenminister davor. Mehr muss ich jetzt gar nicht sagen. Lieber Günter, herzlichen Dank, dass du wieder bei uns bist. Du hast auch angeregt, dass wir dies machen. Denn ihr beide seid ja in einem Gremium, das im Moment auch noch nicht so bekannt ist. Dieses Begleitgremium für die Suche nach einem atomaren Endlager. Bevor wir dieses Thema angehen, will ich einen ganz kleinen anderen Aspekt, aber den noch viel wichtigeren als die Suche nach einem Endlager ansprechen. Wir haben heute den 2. Oktober, Wir haben deswegen morgen den 3. Oktober. Der 3. Oktober, ich meine, es ist das wichtigste Datum, das wir in Deutschland haben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deswegen eine erste Fragerunde dazu, wenn ich schon Sie beide hier habe. Frau Dr. Schreuß, wo haben Sie diesen die Wiedervereinigung, den Fall der Mauer am 9. November erlebt und welche Erinnerungen haben Sie da noch dran? Das war für mich total spannend, weil es war das erste Jahr, dass ich überhaupt Politikwissenschaft unterrichtet habe. Und wir machten einen Kurs zu vergleichende Politikwissenschaft. Das war damals in den USA. Und wir hatten natürlich ganz viel Texten, das ging über den Kalten Krieg und der Einschätzung, dass das niemals ändern würde. Und dann Fall der Mauer. Und ich habe die Studierenden gesagt, Textbooks, die können weg. Die Reste des Semesters würden wir alles in Aktuelles folgen. Und es war ein total spannendes Semester. Ja, das war das spannendste Semester, das Sie wahrscheinlich gegeben haben. Ich habe so viel gelernt, so viel gelernt. Und naja, Sie hören, ich bin Amerikanerin und war zum ersten in Deutschland in 1992. Das war nach der Fall der Mauer. Ich habe es deshalb von weit entfernt gefolgt, aber es war für mich total wichtig und spannend. Und ich bin total ein Freund der Europäischen Union und ich glaube, der Fall der Mauer, der Wiederverein Deutschland, hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt mit der Entwicklung hier in Europa, die Ausbau der Europäischen Union. Und ich finde es deshalb wichtig, dass wir das nicht vergessen und auch die nächste Generation davon erinnern, was bedeutet es, wenn man einen Kalten Krieg hat. Günther, wie hast du es erlebt? Du warst der Politiker da. 9. November 1989 war ich Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium, Odeonsplatz vorne. Edmund Stoiber war auf Staatsbesuch in Ungarn, sodass ich der Verantwortliche für das Innenministerium gewesen bin. Das einzige Mal, dass ich oder das erste Mal, dass ein rotes Telefon, das uns mit dem Lagezentrum des Bundesinnenministeriums verbunden hatte, geläutet hat und mitgeteilt hat, dass die Mauer in Berlin gefallen ist. Ich bin sofort in den Hubschrauber gestiegen, um an die deutsch-deutsche Grenze bei Hof an der Autobahn zu fahren und dort war alles wie immer. Wir hatten ein Grenztelefon eingerichtet mit der DDR-Seite, das habe ich benutzt und habe angerufen und habe gefragt, was ist denn los? Berlin hat mitgeteilt, Mauer ist gefallen. Auf der anderen Seite ist geantwortet worden, wir haben Ihr Anliegen erhalten, wir haben Ihr Anliegen verstanden, Sie erhalten zu gegebener Zeit Antwort, peng, aufgelegt. Das hat sich dreimal wiederholt. Dann bin ich mit meinen Begleitschützern auf die DDR-Seite gefahren. Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass die Grenze dann vollständig geschlossen war, Stahltore gekommen ist und auch die Funkverbindung abgerissen ist, sodass auch die Polizei, mein Begleitschutz, keine Verbindung mehr hatte, sodass ich dann für 3 Stunden verschollen war. Dann ist allerdings ein General der Nationalen Volksarmee gekommen und hat mich informiert, dass auch die deutsch-deutsche Grenze an der Autobahn A9 geöffnet wird und dann bin ich am Beginn einer unendlichen Schlange von Travis und Wartburgs herübergefahren und auf der Brücke, die heute die Brücke der Deutschen Einheit heißt, haben wir angehalten und an dem Wappen der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Bayern sind wir uns um die Arme gefallen und haben eine ganz bewegte Wiedervereinigung da erlebt. Morgen schauen wir auf 30 Jahre zurück. Ja. Am 3. Oktober habe ich ganz anders erlebt. Da war ich bei dem letzten Innenminister der DDR, Peter Michael Distel, einer interessanten Persönlichkeit. Er hatte mir am 2. Oktober, den letzten Tag, wo er noch Macht hatte, hat er mir die Geheimdienstzentralen der DDR gezeigt. Und dann sind wir anschließend essen und trinken gegangen bis in den frühen Morgen. Und wenn wir 30 Jahre zurückschauen, Frau Schreuß, wie Sie erleben das ja lange Zeit schon in Deutschland, welches Empfinden haben Sie? Ist da was gelungen oder ist da noch viel offen? Ich habe in meiner ersten Zeit in Berlin sehr viel Zeit verbracht im Osten, weil ich war fasziniert von dem Unterschied zwischen West und Ost. Ich habe auch durch im Osten ja, gereist und vieles gesehen. Was mir aufgefallen ist, weil ich hatte kein besonders gutes Deutsch in der Zeit, ich konnte besser Deutsch lernen im Osten, weil dort haben die Leute eigentlich weniger Englisch gelernt als Russisch. Das war für mich eigentlich sehr hilfreich. Sie fanden niemanden, der Englisch gesprochen hat. Genau, ich musste Deutsch lernen. Aber es war auch für mich faszinierend zu sehen, was passiert mit dem Land. Ich nutze es immer noch in meinem Unterricht, zu sagen, was passiert mit dem Land, eine Kultur, der dann zerbrochen ist durch die Politik und 40 Jahre getrennt lebt. Und dann sieht man, wie schnell man unterschiedliche Entwicklungen haben kann. Und der Wiederverein, man merkt, es hat wirklich viel vorangekommen, aber das sind immer noch unterschiedliche Kulturen. Und das zeigt für mich auch, da gibt es vielleicht noch mehr Bedarf auf Austausch, auch für jüngere Leute zwischen der Region in Deutschland. Noch Möglichkeiten, das Gefühl von einem einheitlichen Deutschland zu stärken. Aber es ist auch ein Wunder, was Deutschland geschafft hat in den letzten Jahren. Es ist ein Land, der international auch sehr hoch gehalten ist, ein sehr erfolgreiches Land. Und das hat bestimmt auch mit dem Wiederverein zu tun gehabt. Weil damit hat man neue Impulse im Land bekommen und auch Herausforderungen, was man überwinden musste. Nach der Wissenschaftlerin noch kurz der Politiker, wenn du zurückschaust. Für mich ist die Wiedervereinigung das größte Wunder und das größte Erfolg der Nachkriegsgeschichte. Auch blühende Landschaften sind entstanden. Es gibt allerdings noch einige ja, abbruchreife Häuser und einige Probleme bei den Menschen, aber insgesamt das ist meines Erachtens eine ganz große Erfolgsgeschichte. Vielen Dank. Ich glaube, das war aber schon wichtig, gerade vor dem Tag vor dem 3. Oktober, dass wir einen kurzen Blick auf dieses ungeheuer wichtige Ereignis geworfen haben. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das uns auch Jahrzehnte beschäftigen wird. Der Zeitplan ist ja in eine Dimension hinein, die manchen etwas schwindelig machen kann. Ich beginne mit der Frage an den Politiker. Ist es denn klug, wenn man jetzt, wie am Montag verkündet wurde, ein Untersuchungsgebiet und damit ein mögliches Gebiet für ein Endlager atomar hochradioaktiven Abfalls über die Hälfte Deutschlands ausbreitet und sogar über 2 Drittel Bayerns? Ministerpräsident Söder hat ja gesagt, das ist der Auftakt zu einer lebhaften Diskussion. Wäre es dann nicht klüger gewesen, man hätte im Vorhinein schon es etwas mehr zusammengeschrumpft? Also ich gestehe, dass ich überrascht war, dass so viele Gebiete als Teilgebiete benannt werden, vor allem auch von der Größe her. Aber es ist die Folge eines Prinzips, das man vorher hatte, nämlich dass der gesamte Standortsuchverfahren auf Reset, auf Null gesetzt worden ist, weil der Versuch in Gorleben gescheitert ist, hat man gesagt, man fängt völlig neu an. Deutschland ist eine weiße Landkarte und in der ersten Phase wird nur unter geologischen Umständen geschaut, wo könnte es erfolgen. Wo gibt es geeignete Wirtsgesteine in der entsprechenden Dicke, Zusammensetzung, Wirtsgesteine Salz, Ton oder Kristallin, mindestens in großer Stärke, mindestens 300 Meter dick und mindestens 500 Meter unter der Erde. Man hat nicht geschaut, was ist oben drüber, sodass jetzt beispielsweise die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen und Regensburg als geeigneter Standort noch mit drin sind, aber Gorleben draußen ist. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist Folge des Prozesses. Als Politikwissenschaftlerin empfinden Sie es als klug, wie Herr Beckstein es gerade gesagt hat, Nürnberg, Fürth und Erlangen sind drin in dem, aber Gorleben draußen. Der Ministerpräsident Söder hat ja schon angedeutet, das könnte ja auch schon so hindeuten auf eine politische Einflussnahme. Ja, das nationale Begleitgremium, wovon wir beide Mitglied sind, wir haben Aufgabe zu prüfen, was passiert in der Bundesgesellschaft für Entlagerung, was für eine Arbeit machen die. Und es wird für uns in der nächsten Zeit auch eine Aufgabe sein, dass wenn Regionen fragen nach, wieso sind wir noch darin, das Bundesgesellschaft für Entlagerung muss das dann erklären. Und wenn Daten existiert, was nicht nach offen geöffnet werden kann, dann haben wir als Nationalbegleitgremium Akteneinsichtsrecht. Wir können dann Geologen mit ins Bundesgesellschaft für Entlagerung nehmen, dass die das geologische Daten dann auch anschauen und prüfen und eine Einschätzung geben können von wieso hier und nicht da. Natürlich ist es so, mit 50% Deutschlands ist es klar, dass ganz viele Regionen, die noch als Teilgebieten gesehen werden, in der nächsten Phase herausfallen werden. Man wird klar kein Endlager unter München bauen, München ist nicht darinnen, aber auch nicht unter Nürnberg. Man würde viele von den Regionen noch herausnehmen müssen. Aber wie Herr Beckstein gesagt hat, was wichtig war in dieser Phase ist eigentlich die geologische Raum anzuschauen und zu sehen, könnte es in diesen geologischen Raum passen, ja, nein. Es ist auf einer sehr groben Ebene entschieden. Es sind 8 Millionen Bayern betroffen. Ja. Etwa. Und das heißt, 8 Millionen haben jetzt eine gewisse Verunsicherung. Ist ja für ein politisches Empfinden gerade keine traumhafte Situation. Ja, Sie haben recht. Es war für uns auch eine Überraschung, dass so viel von Deutschland noch Teilgebieten sein werden. Das Gorleben herausgefallen hat, hat mit den Abwägungskriterien zu tun gehabt, dass die Überdecke nicht teilbar, das war ein Argument, warum es rausgefallen hat. Ob das ein gutes Argument ist, das kann natürlich in der Wissenschaft diskutiert und debattiert werden. Aber politisch vielleicht nicht so klug, Günther. Also mich hat vor allem das Rausfallen Gorlebens deswegen etwas überrascht, weil wir am Samstag noch eine Sitzung des Nationalen Begleitgremiums hatten. Und dort hatten wir einen Geologen, der im Auftrag des Nationalen Begleitgremiums Akteneinsicht genommen hat. Und er hat sein vorläufiges Gutachten abgegeben und es hat geheißen, Gorleben ist ein geeigneter Standort. Weil die Gesteinsformationen den Mindestbedingungen entsprechen und es keine Ausscheidungskriterien gibt. Allerdings, ich habe dann den Chef des BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung, auch gesprochen. Er sagt, der Geologe hatte noch keine Einsicht in die abschließenden Unterlagen für die Abwägungskriterien, bei denen das dann ausgeschieden ist. Es wird vielleicht im endgültigen Gutachten sein. Aber jedenfalls Fragestellungen sind schon, ich weiß von den Gesprächen, die ich hier im Umweltministerium geführt habe, die sehr überzeugt waren, dass Gorleben eigentlich ein geeigneter Standort ist. Politisch ist es eine Erleichterung, weil die gesamte aggressive Szene der Anti-Atom-Bewegung sich völlig festgebissen hat an Gorleben. Und wenn das drin gewesen wäre, wären die allesamt weiter auf Hochtouren gelaufen. So ist denen plötzlich eine gewisse Verunsicherung anzumerken, weil ein ein großes Einwand, den sie von vornherein bringen wollte, weggenommen ist. Das wäre eine unzulässige Überlesung. Ich möchte auch noch einen Satz zitieren aus einem Kommentar der Süddeutschen, der in der letzten Woche, wenige Tage vor dem berühmten Montag, geschrieben wurde. Und da ging man davon aus, dass es richtig ist, dass Gorleben drin ist und gründlich und ergebnisoffen geprüft wird. Und dann wörtlich, alles andere trüge den Ruch der politischen Einflussnahme in sich, auch und gerade bei jenem Salzstock, den Umweltschützer schon seit Jahren für politisch verbrannt und faktisch unbrauchbar halten. Genau das ist ja der Punkt, nicht? Man hat eigentlich die Erwartung gehabt, wenn Gorleben dabei ist, dann gibt es eine gewisse Hinweis, es ist wirklich sehr offen, wird das angeschaut. Und jetzt ist der Ruch da, politisch kann man doch vielleicht ein bisschen was machen. Vielleicht ist es aber wichtig zu wissen, dass die Regionen herum Gorleben sind noch darin. Deshalb, obwohl Gorleben selbst diese ganz kleine Region rausgefallen ist, der Region, die Salzstocke herum Gorleben sind noch in Betrachtung. Deshalb, ich glaube, diese Abwägungskriterien hat wirklich genau die Gorleben Umgebung angeschaut und meinte, nee, es geht nicht. Deshalb, wir schauen die Region herum Gorleben, aber immer noch an. Ob das klug ist, nicht, ja, nein, das ist bestimmt etwas, was in der Zukunft diskutiert und debattiert werden. Es ist kein Entscheid. Es ist nur ein wir würden in die nächsten Wochen, Monaten Fachkonferenzen haben, wo die Experten hinzukommen können und auch ihre Meinungen äußern können, ihre Frage. Und wenn man andere wissenschaftliche Perspektive haben, das ist auch ein Ort, wo das diskutiert und debattiert werden kann. Der erste beginnt ja schon in knapp 3 Wochen, ne? Das ist eine Vorkonferenz, denn im Gesetz steht drin, dass die Teilkonferenz an 3 mal 2 Tagen stattfindet. Also es sind lediglich 3 Teilveranstaltungen und damit würde eine 4. nicht zulässig sein, aber man will eine Vorkonferenz machen, um Rückfragen für die Veröffentlichung des BGE zu machen, um sich auch zu überlegen, wie man das Ganze gestaltet, denn diese Teilgebietskonferenzen sind was ganz Spannendes. Das Grundprinzip der jetzigen Endlagersuche ist, dass durch ein partizipatives, wissenschaftsbasiertes, transparentes und selbsthinterfragendes System Vertrauen geschaffen wird, dass irgendwann sich die Standorte drum schlagen, wohin kommt dieses. Also es soll Vertrauen entstehen, dass Sicherheit für 1 Million Jahre, das ist im Gesetz festgelegt. Ich halte es für die Hybris des Menschen, aber für Geologen ist 1 Million Jahre was Kurzes. Denn Granit ist beispielsweise 800 Millionen Jahre alt. Aber die Sicherheit für 1 Million Jahre soll von allen garantiert werden, die befragt werden. Und es kann jeder befragt werden, kann jeder seine Meinung einsammeln. Eingeladen zur Teilgebietskonferenz sind alle Menschen in Deutschland, auch Sie. Und die sollen sich dann selber organisieren in dieser Konferenz. Was Spannendes. Unter Corona-Bedingungen eine Präsenzveranstaltung von 240 Leuten und irgendwas bis zu Millionen Menschen, die virtuell dabei sind. Und die sollen dann selber entscheiden, welche Geschäftsordnung sie sich geben. Also das ist ein ganz spannender politischer Prozess. Ob das halbwegs gelingt, wird man sehen. Gibt es da irgendwas Vergleichbares schon mal? Ich habe sowas schon erlebt. Das ist ein völlig neuer Weg, den wir da versuchen. Der Gesetzgeber hat das als Kompromiss zwischen CDU, CSU, SPD und den Grünen damals verabredet, dass es einen solchen, ja, Prozess gibt, wo die Bevölkerung in einer umfangreichen Weise eingebunden ist, wesentlich mehr als alle Beteiligungen, zum Beispiel im Straßenbau oder was sonst gemacht ist. Frau Scheuß, nun sagt aber zum Beispiel der Bund Naturschutz 2 wichtige Kritikpunkte. Das eine, sagt er, seine Einwände müssen ja nicht aufgenommen werden. Und das zweite ist, dass ihr Begleitgremium hat zwar Einsicht in die nicht veröffentlichten Dokumente, Sie aber nicht. Also Sie wissen gar nicht so viel und können da nicht, so sagen Sie es auch wörtlich, auf Augenhöhe mit Ihnen argumentieren. Ja, zum ersten zum National Begleitgremium. Durch das Geologische Datengesetz haben wir als National Begleitgremium das Recht bekommen, Akten Einsicht zu nehmen. Das können wir durch 5 Experten, die wir einholen. Und diese Experten würden vor uns im Namen des National Begleitgremium Akten Einsicht nehmen. Wir als Mitglieder des Nationalbegleitgremiums haben durch das Standortauswahlgesetz auch das Recht, selbst Akteneinsicht zu nehmen. Ich habe schon 3-mal Akteneinsicht genommen. Ich war 3-mal in Peine. Im Vorfeld zu der Veröffentlichung des Zwischenberichts haben wir den Zwischenbericht zum Teil gesehen, gelesen und hatten eine Einschätzung von was gemacht geworden ist. Was aber bis jetzt gefehlt hat, und das ist sehr wichtig, die geologischen Daten, was gesammelt geworden sind von den unterschiedlichen Bundesländern, war noch nicht zur Verfügung. Oder wenn zur Verfügung, über die Internetseite die Landesbehörde. Und worauf wir warten, das ist etwas, was auch durch die geologische Datengesetz geregelt ist, dass die Daten sind alle dann gesammelt bei einem Bundesgesellschaft für Entlagerung, und dann können besonders die Geologen reingehen und eigene Einschätzung machen von was ist der Stand in unterschiedlichen Teilgebieten. Wie gesagt, ich glaube, dass die Bundesgesellschaft für Entlagerung hat bis jetzt auf eine ziemlich grobe Ebene gearbeitet. Viele der Regionen, die rausgefallen sind, sind wegen die Ausschlusskriterien herausgefallen. Vulkanische Regionen, Erdbebenregionen, da gibt es Wasserfließen, die sind jüngere Wasserfließen, und dann weiß man, dass diese Region ist vielleicht nicht geeignet. Die Regionen, die noch betrachtet werden sollen, jetzt wird es spannend. Es ist eigentlich in dieser nächsten Phase, dass die erste Erprobungen gemacht werden in unterschiedliche Teilgebieten, um sicherzustellen, dass was auf so einer groben Ebene eingeschätzt geworden ist, dann tatsächlich eine geeignete Region ist. Und ich schätze, dass in die nächste Phase würde ganz viel von den Regionen, auch hier in Bayern, herausfallen. Wir würden natürlich kein Endlager unter Nürnberg bauen. Götter, wann wird denn die nächste Phase beginnen? Wie ist denn der Zeitrahmen da geplant? Also nochmal, jetzt werden in den nächsten Monaten in diesen Fachkonferenzen Teilgebiete das diskutiert, was heute veröffentlicht worden ist. Da ist dann, jetzt sage ich mal, da beginnt auch die Phase der Transparenz, denn bisher, vor der Veröffentlichung, war das alles andere als ein transparentes Verfahren, das war geheime Kommandosache. Aber jetzt in der Teilgebietskonferenz, da sitzt jedermann eingeladen, da ist der Bund Naturschutz eingeladen. Ich bin mir sicher, die werden dort Vertreter haben. Übrigens ist auch ein Vorstandsmitglied des Bund Naturschutzes im NBG. Aber die kommen sicher zu den Teilgebieten und werden dort beantragen, dass diese Fachkonferenz selber nochmal Gutachter beauftragt. Und dass man diese unendlichen Datenmengen einsieht. Und da kann sich jeder jetzt bei diesen Teilgebietskonferenzen beteiligen. Die letzte dieser Teilgebietskonferenzen ist im Juni nächsten Jahres. Dann muss die Teilgebietskonferenz einen Bericht vorlegen. Wer den schreibt, ist möglicherweise eine Geschäftsstelle, aber das können die selber organisieren. Vielleicht sagen die, der Bericht wird vom Bund Naturschutz gemacht oder von irgendjemandem. Also das ist im Moment noch nicht festgelegt. Aber er muss in einem Monat geschrieben werden, das steht im Gesetz. Und dann beginnt die nächste Phase, die mehrere Jahre dauert, wo dort gesucht wird, welche Gebiete fallen heraus und wo sind dann Regionen, wo weiter untersucht wird. Zunächst auch nur oberirdisch, aber das wird mehrere Jahre dauern. Dann kommen 2023, 2024 die Regionen und dann kommen wieder Regionalkonferenzen mit wiederum so einem Beteiligungsverfahren. Und das geht dann bis 2031 und da wird dann beschlossen, wo sind zwei Standorte, die weiter untersucht werden. Die Entscheidung trifft übrigens dann die Politik, der Bundestag. Wird man denn bis 2022 dann in dieser Zeit auch schon immer wieder mal ein Gebiet herausnehmen können, wird es bekannt werden? Oder wird das alles gesammelt und dann erst am Ende dieser ersten Phase en bloc verkündet? So will es sein. Den Zwischenbericht wird zuerst angeschaut und es könnte auch sein, dass kleine Änderungen gemacht werden in den Zwischenbericht. Das wird der nächste Schritt sein mit diesem transparenten Prozess. In die nächste Zeit wird die Erkundungen gemacht von überirdischer Anpassung. Und wenn die überirdische nicht passt, wird das diese Regionen auch herausfallen. Mein Verständnis ist, das wird in einem Block dann auch wie beim Zwischenbericht dann auch berichtet worden. Und wenn das dann der Fall ist, dann beginnt eigentlich erst richtig Ihre Arbeit, wenn man dann das reduziert hat. Schauen wir doch mal auf dieses nationale Begleitgremium. Das ist im Gesetz festgelegt. Ja. Wie viel, Sie sind die Vorsitzende. Wie viele Mitglieder hat das Gremium? Ja, das National Begleitgremium soll 18 Mitglieder haben. Wir sind jetzt 17. Leider hatten wir ein Mitglied schnell nach unserer Wiederbesetzung verloren. Es ist ausgescheiden aus persönlichen Gründen. 12 der 18 Personen sind anerkannte Personen, deshalb auch die ehemalige Bundesminister im Gremium. 6 sind Zufallbürger, Bürgerinnen. Die sind durch einen sehr ausführlichen Prozess gefunden. 69.000 Bürger, Bürgerinnen sind telefoniert gewesen und gefragt, ob die sich vorstellen könnte, in so ein Gremium mitzuwirken, wo aus mehrere hundert haben Ja gesagt. Und dann diese mehrere hundert haben ihre eigenen Gruppierungen aufgebaut und diese Bürgernetzwerke wählen dann ihre eigene Repräsentative für die Bürger, Bürgerinnen. Und diese 6 Mitglieder des Nationalen Begleitgremiums sind inklusive 2 aus der jüngeren Generation, was bedeutet, dass die sind unter der 30 so ungefähr und haben ein bisschen mehr der Perspektive von die Generation, die langfristig mit diesem Thema umgehen muss. Aber wenn ich ein Thema aufbringen kann, was ich glaube für Bayern auch sehr wichtig ist, und das ist das Thema von der Wirtgestein, weil Bayern ist zum größten Teil kristallin. Und die Region herum Gorleben zum Beispiel Salzstock. Und dann haben wir auch ein paar Regionen mit Ton. Und ich glaube, was sehr schwierig sein wird in der nächsten Zeit, ist, wie vergleicht man unterschiedliche Wertgesteine. Und bisher sind die größten Untersuchungen in Salzgestein gemacht gewesen. Während Gorleben, weil die langfristige Erwartung war, es soll in Gorleben in Lager stattfinden. Und das ist nicht der Fall geworden. Jetzt wird es ein Vergleich sein zwischen unterschiedlichen Wertgesteinen und das wird aus wissenschaftlicher Perspektive sehr interessant. Und es wird natürlich auch in Frage sein, wie die Politik damit umgeht. Also nochmal, es ist ein lernendes Verfahren. Das kann also auch nach der Teilgebietskonferenz kann da unter Umständen Hinweis kommen, dass man bestimmte Gebiete, die offensichtlich nicht sind, herausgenommen werden. Ich könnte mir das vorstellen, dass es beispielsweise Sinn macht, Großstädte wie Nürnberg oder Fürth nicht weiter drin zu belassen, denn da entsteht im Moment natürlich ein Verfahren. In Nürnberg ist schon im Stadtrat das auf der Tagesordnung. ziemlich nutzlose Veranstaltung, also ich muss mich da etwas zurückhalten, weil ich in dem Gremium bin, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass es unter der Lorenzkirche und dem Hauptmarkt, also ich halte es offen gestanden für ziemlich abwegig, da ernsthaft drüber nachzudenken, aber da kann natürlich was entstehen. Aber bisher ist vorgesehen, dass es in einem Schlag sozusagen dann die Verringerung erfolgt, aber erst dann in 2, was weiß ich, Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Bereiche, bei denen es offensichtlich ist, wo man nicht ernsthaft drüber nachdenken muss, dass man das vielleicht rausnimmt. Aber nochmal, das ist ein lernendes Verfahren, sodass es sich in der nächsten Zeit entwickelt. Ich weiß nicht, ob das bei den Teilgebietskonferenzen erörtert wird. Nur in dieser Phase sind Sie ja eigentlich Zuschauer. Sie beobachten, was die Wissenschaftler und Experten weiter ermitteln werden. Und dann erst kommt ja die Rolle des Kleidgremiums. Wir sind immer Zuschauer. Wir sind nie Handelnde. Wir haben nicht die Aufgabe zu entscheiden, das kommt raus und das bleibt drin, sondern wir sind Zuschauer und Schiedsrichter, Beschwerdestelle, Ombudsstelle und sorgen dafür, dass jeder Mensch in ganz Deutschland seine Ideen einbringen kann, ob Wissenschaftler oder Laie. Jeder soll sich einbringen können, das Verfahren muss völlig fair ablaufen. Wenn wir den Eindruck haben, da wird irgendwo getrickst, dann müssen wir uns melden. Aber wir sind nie Handelnde, sondern immer nur sozusagen Beobachter der Fairness und der Transparenz des Verfahrens. Kann man sagen, es ist so ein bisschen eine Beruhigungspille den Bürgern gegenüber? Es ist die Beruhigungspille, es war jedenfalls im Gesetzgebungsverfahren sorgfältig diskutiert, dass man ein solches Begleitgremium schafft, um auf die Weise eine besondere Anlaufstelle für jedermann zu haben. Also jeder Bürger Bayerns kann sich an uns wenden, wie das dann bei uns ablaufen wird, und auch jeder Bürger Deutschlands kann sich an uns wenden, wie das dann abläuft. Ist spannend, hinten sitzt der Leiter der Geschäftsstelle des Nationalen Begleitgremiums, der wird sich, wenn an der Zahl der Einläufe dann ein Verfahren zu überlegen haben, wie das bearbeitet wird. Aber nochmal, wir sind Beobachter, dass das Verfahren so transparent und partizipativ läuft, wie es überhaupt nur denkbar ist. Du hast das erwähnt, ich will gleich dann Herrn Generalsekretär Wino Cinque auch begrüßen bei uns. Sie sind aus Berlin gekommen und wenn Kollegen Fragen haben, also, können direkt an ihn wenden und auch vielleicht den Kontakt dann auch für länger so aufbauen. Sie wollten dazu. Ja, ich wollte dazu ein paar weitere Sachen sagen. Zum Ersten wird manchmal gefragt, haben wir eigentlich einen Einfluss? Und ich kann sagen, dass bis jetzt sind wir nicht besonders bekannt, aber ich glaube, wir haben ziemlich viel Einfluss schon gehabt. Und wenn man fragt, in welchem Sinne, der erste hat angefangen eigentlich mit dem Standortauswahlgesetz, wo wir haben gesagt, als Nationalbegleitgremium, wenn man fragt, warum in die Vergangenheit der Suchenden-Lager gescheitert hat. Es hat gescheitert, weil es hat zu so viel Konflikt gebracht. Und es hat zu so viel Konflikt gebracht, weil es war eine Entscheidung von oben, das nicht von unten akzeptiert geworden ist. Und der neue Prozess soll ein partizipativer Prozess sein. Eins, was eine neue Form von Demokratie vielleicht ist, wo man versucht, die Bürger, Bürgerinnen wirklich viel stärker in den Prozess zu beteiligen. Und als eine unserer ersten Aktionen als Nationalbegleitgremium, das war schon vor, dass Herr Weckstein zu uns gekommen ist, wir sind sehr froh, dass er zu uns gekommen ist, in 2017, das Standortauswahlgesetz war in der Bundesregierung diskutiert gewesen, ohne wirklich viel Beteiligung zu haben. Und wir haben gesagt, stopp. Das geht nicht. Wenn das Gesetz, das den ganzen Prozess regeln soll, ohne einen sehr breiten partizipativen Prozess gemacht wird, ist das das erste falsche Signal. Und wir haben deshalb eine große Konferenz organisiert, ganz viele Bürgermeinungen gesammelt und das dann an die Bundesregierung geliefert, und wir sehen auch, dass da gab Änderungen im Gesetz. Gleiches ist gemacht von Nationalbegleitgremien. Wir haben gesagt, die ganze Zeit reden wir über Öffentlichkeit, Transparenz, Beteiligung. Wir haben keine Basis davor, weil das geologische Datengesetz ist noch nicht geregelt. Und ohne dieses Gesetz haben wir Probleme überhaupt mit um Daten umzugehen, weil Teile von diesen Daten sind durch Rechte Dritte geschützt. Und wenn ein Gebiet dann vielleicht von Interesse ist, aber die Daten nicht gesehen werden kann, dann wie schafft man Vertrauen in der Bevölkerung, dass ein Entscheid nicht ein politischer Entscheid ist. Dass wir haben auch Druck auf die Bundesregierung gesetzt, zu sagen, wir brauchen dieses geologische Datengesetz. Und jetzt mit den Fachkonferenzen, was in die nächste Zeit stattfinden wird, wir haben auch ziemlich viel mit der Bundesbehörde, mit dem Bundesamt für die Sicherheit der Nuklearentsorgung uns ausgetauscht und auch argumentiert, dass die müssen diesen Prozess viel offener machen, als im Anfang von deren Seite gedacht war. Und aus unserer Sicht, ich glaube, es könnte noch offener sein, als es bis jetzt gemacht ist. Und wir sind auch sehr offen, deswegen öffne ich auch schon mal die Fragerunde. Vielleicht darf ich noch Bemerkungen dazu machen. Wir Deutsche machen das jetzt wieder perfektionistisch. Überall sonst heißt es, muss ein geeigneter Standort gesucht werden. Bei uns muss, so im Gesetz, der bestmögliche Standort gefunden werden. Und allein die Vorbereitungen der Transparenz, bis die Entscheidung kommt, wo dann unterirdische Versuche und Bohrungen erfolgen, ein Probebergwerk gemacht wird, bis dahin sind bereits Milliarden ausgegeben. Der Prozess dauert vorher schon mit Sicherheit Milliarden. Wir haben das Bundesumweltministerium, dann ist drunter das Bundesumweltamt, dann gibt es ein Bundesamt für die Sicherheit der Endlagerung, das heißt BASE, Base abgekürzt, und darunter das BGE und daneben dann das NBG. Also wir sind da perfekt, wir machen das nicht so handwerklich wie die Schweizer oder die Tschechen oder die Franzosen. Bei uns wird das perfekt gemacht für eine Million Jahre sicher und der bestmögliche Standort. Nach einer Million Jahre prüfen wir nach, ob es geklappt hat. Bei den Fragen bitte ich, ans Mikrofon zu gehen, damit die Kollegen und Kolleginnen, die zuschauen, auch dass die Frage mitbekommen. Bitte hier ans Mikrofon gehen. Erst und dann ihr beiden hintereinander. Nee, nee, geht, das geht so. Vielen Dank, Peter Althammer vom Bayerischen Rundfunk. Ich möchte ein bisschen provozieren, aber vorher erstmal vorwegschicken, ich finde es unglaublich spannend, was da für ein neuartiger und außergewöhnlicher Prozess aufgesetzt wird. Aber jetzt mal meine Frage, oder noch zugespitzter gesagt, wenn man glaubt, dass der Ausschluss von Gorleben aus rein naturwissenschaftlichen Gründen und nicht aus politischen Gründen erfolgt ist, dann glaubt man wahrscheinlich auch noch an den Weihnachtsmann. Es überrascht sehr, dass ausgerechnet der Standort, der über Jahrzehnte intensiv erforscht worden ist, plötzlich ungeeignet erscheint und das Gebiet drumherum wieder ein geeigneter Standort zu sein scheint. Also dahinter liegt für mich die grundsätzliche Frage, wie ist das Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Arbeit und letztendlich politischer Entscheidung in dem gesamten Prozess. Sie sagen uns, und das glaubt man ja auch gerne, man freut sich ja, wenn man sowas hört, der Prozess wird rein wissenschaftlich erfolgen. Erste Anmerkung, ich kenne wenig Wissenschaft, die eindeutige Ergebnisse liefert. In der Regel gibt es immer verschiedene Meinungen. Das zeichnet ja wohl auch Wissenschaft letztendlich aus, dass es verschiedene Meinungen gibt. Also muss doch zwischendurch und am Ende vor allem, aber auch zwischendurch letztendlich wieder politisch entschieden werden. Und ich denke, da ist wahrscheinlich auch dann Ihr Gremium sehr wichtig in dem Zusammenhang. Fürchten Sie nicht, dass mit dieser... Ich sage es jetzt wirklich noch ein bisschen zugespitzt, mit dieser etwas unglaubwürdigen Behauptung, dass das alles nur unter wissenschaftlichen Aspekten abgehandelt wird, auch der gesamte Prozess unglaubwürdig werden könnte? Du möchtest Antworten von beiden haben? Ja, natürlich, Wissenschaft und Politik. Also beginnen wir mit der Wissenschaft. Ja, es ist eine interessante und sehr, sehr wichtige Frage. Und ich stimme zu, dass der Wissenschaft ist etwas, das nicht wirklich 100% frei von Normen ist oder 100% objektiv ist oder dass der Wissenschaft immer 100% sicher ist. Eigentlich die Wissenschaft ist geprägt von Unsicherheit und man in diesem Fall hat natürlich auch viele Sachen, wovon man nicht wissen kann. 100 Millionen Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. In der Fall Gorleben, wie sollen wir das betrachten? Es ist nicht durch die Ausschlusskriterien herausgenommen oder aus den Mindestanforderungskriterien herausgefallen, aber in die Abwägungskriterien. Und die Abwägungskriterien, ich habe nach der Entscheidung, weil das hat mich auch eigentlich überrascht, auch mit ein paar Experten darüber geredet, die hatten wohl die Frage, ob es in diesen Zeit schon herausfallen würde oder später im Prozess. Aber die waren der Meinung, dass eventuell würde es wahrscheinlich herausfallen. Dass es jetzt herausgefallen hat, das kann ich nicht einschätzen. Ich bin selbst kein Geologin und ich kann eigentlich diese Abwägungskriterien nicht prüfen. Das ist das Arbeit, was auch mehrere Geologen machen müssen, ne? Um einzuschätzen, ist der Entscheid der Bundesgesellschaft für Entlagerung richtig gewesen. Und dazu hoffen wir auch, dass gute Debatten stattfinden werden. Das ist total wichtig in diesem Prozess, weil wenn wir schon jetzt sagen, na, das war politisch, dann wird es schwierig, wenn man endlich sagt, okay, hier sind zwei geeignete Standorte und eine von diesen beiden, was vorgesehen ist, eventuell wenn wir zwei mögliche Standorte haben und die Politik wird am Ende entscheiden, welcher Standort es wird. In diesem Prozess, wenn das als politisch gesehen wird, dann haben wir Probleme. Und das Nationalbegleitgremium möchte tatsächlich den Prozess als ein fairer Prozess unterstützen. Und der Politiker? Also von der Organisation her ist ja die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, nachgeordnet dem BASE, dem Bundesamt für Sicherheit. Also letztlich gibt es schon theoretisch Einflussnahmemöglichkeiten von einer Behörde. Allerdings, alles was formelle Einflussnahme ist, kann von uns überprüft werden und es wird von allen Beteiligten jeder Eid geschworen, dass es politische Entscheidungen nicht gegeben hat, sondern dass es in der Tat im Moment auch nicht für die geeignet oder ein Ausschlusskriterium war, sondern dass es erst über die Abwägungskriterien, die in der letzten Phase dann auch erst mitgeteilt worden sind, von den geologischen Daten gekommen ist. Ich halte das von daher nicht im Moment für so eine ganz entscheidende Frage, obwohl ich natürlich weiß, Söder, Glauber, die Diskussion, die da gelaufen ist. Für uns, ich meine, insgesamt wird es entscheidend sein, dass man durch einen langjährigen Prozess überall wirklich alle Bedenken hin und her diskutiert, sodass daraus dann schon einfach auch ganz offensichtlich wird, welche Argumente sind im Wesentlichen. Beispielsweise ist auch vorgeschrieben, wenn es unterschiedliche Meinungen im nationalen Begleitgremium gibt, müssen die mit veröffentlicht werden. Wenn unterschiedliche abweichende Urteile von Wissenschaftlern kommt, dann werden die nicht als Mindermeinung irgendwo weggenommen, sondern es muss auch dann mit veröffentlicht werden. Und so kriegt man dann jedenfalls mit Sicherheit schon eine relativ hohe Objektivität von Gebieten, die ausscheiden und anderen, die gut geeignet sein. Dann wird es zum Schluss sicher wieder Abwägungen gehen, aber die Endentscheidung ist ja dann eh wieder politisch. Machen wir uns auch nichts vor, dass da immer auch von der Öffentlichkeit, von gesellschaftlichen Gruppierungen, vom Bund Naturschutz, von so Bürgerinitiativen wie Ausgestrahlt massiv mitgewirkt wird, ist klar. Ich war gestern bei einem Bürgermeister der Oberpfalz, der mir auch gesagt hat, ich brauche keine wissenschaftlichen Daten. Ich weiß, wenn ich das nicht völlig ablehnen, dann wäre ich bei der nächsten Wahl nicht mehr gewählt, sodass für den völlig klar ist, dass sie sich dagegen verhalten. Das Verfahren auch mit der Länge der Diskussion soll dazu führen, dass man diese Automatik des Ablehnens versucht abzubauen, sodass jedenfalls der Widerstand nicht die Dimensionen erhält, wie das in Gorleben war oder wo ich hergeprägt bin, Wackersdorf. Ich habe viele Wochenende meiner Anfangszeit in Wackersdorf zugebracht. Sie sind ein wenig weiter weg davon, aber Nürnberg ist noch unmittelbar. Außerdem haben wir Bereitschaftspolizei gehabt, die am Wochenende immer in Wackersdorf gewesen ist. Die Bilder, das mit so Zwegen, wie wir Kinder haben, wir mit selbstgebastelten Schleudern hat man Steine verschossen, da sind in Wackersdorf Stahlkugeln verschossen worden. Die Polizei hat mit Reizstoff, mit CS und CN-Gas geantwortet, dass das nicht wiederkommt, sondern dass das in diesem geordneten, gesamten Diskussionsprozess geht. Und die Ordnung muss die Diskussion selber finden, sodass auch jeder mitwirken kann. Ich habe mir jetzt in den letzten Monaten angelesen, was diese Bürgerinitiativen veröffentlicht haben. Die haben gesagt, das bisherige Beteiligungsverfahren war eine Farce, weil wir das, was wir eigentlich sagen wollten, nicht losgebracht haben. Und jetzt hoffen alle, dass man wirklich alles mit einbringen kann. Es ist demokratietheoretisch unendlich spannend. Ich bin Chef einer großen Verwaltung gewesen. Wenn ich mit diesem Vorschlag im Innenministerium in die Amtsleiterkonferenz gekommen wäre, zu sagen, wir machen beim Straßenbauvorhaben eine Beteiligung, dass jeder in Deutschland kommen kann und wir bezahlen das, aber die machen sich selber eine Geschäftsordnung, wie die das Beteiligungsverfahren machen. Ich glaube, meine Mitarbeiter wären gestorben bei einer solchen Vorstellung. Jetzt wird sowas ausprobiert. Ungeheuer spannend, das ist für die Wissenschaftlerin ja wohl schon ein schönes Promotionsthema. Da sind ein paar, die arbeiten daran. Ich habe ein paar Sachen, die ich gerne noch in den Raum bringen möchte. Eins ist, noch zurück zum Gorleben. Ich möchte erwähnen, dass wir haben einen Gutachterprozess, das läuft zurzeit. Der Herr Rausch, Professor Rausch, der angefangen hat mit seinen Akteneinsicht, wird diese Akteneinsicht jetzt weiter voranbringen, weil er hat die Abwägungskriterien nicht gesehen gehabt, wenn er berichtet hat über Gorleben. Und wir vergleichen zwei Standorten, Gorleben und Waterkat, in diese Akteneinsicht-Bericht. Das würde seine erste Einschätzung am 18. Oktober bekommen. So, wie sieht es aus, der Vergleich zwischen Gorleben und naheliegende Waterkat? Waterkat ist noch ein Teilgebiet, Gorleben nicht. Und da würden wir hoffentlich eine gute Einschätzung bekommen, wieso diese Unterschiede. Zu der Prozess, bitte nicht in my backyard, ne? Wie geht man damit um? Ich glaube, eins, was wir nicht vergessen sollen, ist, dass der hochradioaktive Müll zurzeit in Zwischenlagerstandorten zu finden ist. Da gibt es 16 in Deutschland. Die sind überirdisch, die sind nicht, die sind geschützt. Klar, die sind geschützt, aber in einer Ära von Terrorismus ist die Frage, sind die wirklich die beste Lösung für hochradioaktiven Müll? Und die Entscheid auch von der Bundesregierung, dieses zu entlagern, ist deshalb, weil es ist auch eine Frage gegenüber nächsten Generationen. Und ich habe eigentlich ein Plädoyer an die jungen Leute in Deutschland, beteiligen Sie bitte in diesem Themenbereich auch, weil diese ist ein Themenbereich, die genauso wichtig ist wie der Klimawandel. Es ist ein Problem, das wir überlassen für nächste Generationen, und das ist auch nicht gerecht. Und bei der Frage in Standort, was schwierig ist, ist natürlich, die meisten Regionen sagen nicht, ja, bitte hier bei uns. Obwohl wir das in Finnland gesehen haben. In Finnland gab es eigentlich einen Wettbewerb zwischen Regionen, weil die bekommen Kompensation für die Endlagerung. Ich glaube, in Deutschland müssen wir sehen, wie das laufen wird. Und wenn da zu viel Abstand ist, Widerstand ist, dann müssen wir fragen, brauchen wir noch weitere neue Konzepte, die unterstützen werden, einen richtigen, guten Standort zu finden. Not in my backyard, das heißt bei uns in Bayern, Heiliger St. Florian. Verschon mein Haus, zünd's andere an. Ist der wichtigste Heilige. Ja, die nächste Frage. Ja, bitte. Rill, ehemals Hans-Seidel-Stiftung. Ich glaube, Sie haben in meiner Gegenwart auch schon mal gepredigt in Kreuth und in Banz. Ne? Das ist leicht möglich jedenfalls, ja. Zwei Fragen. Die eine ist eher eine Informationsfrage, die andere eher eine politische Frage, Informationsfrage. Sie, Frau Professorin, Sie haben gesagt, es werden in einer nächsten Phase die Oberflächen untersucht und dann fällt auch schon einiges weg. Wie darf man sich das, ohne ein Naturwissenschaftler zu sein, vorstellen? Also bitte kindertümlich erklären. Was heißt das? Das wird nur oberflächlich gemacht im Sinne von, da wird nicht so und so viel 100 Meter tief in den Boden gegangen. Das ist das eine. Das andere, soweit ich das aus den bisherigen Informationen sehe, sind also zwei grundlegende Gesetze für diesen gesamten Prozess einer Endlagerfindung. Das ist dieses Standortauffindungsgesetz oder Auswahlgesetz. Und dann, jetzt habe ich den technischen Ausdruck wieder vergessen, aber es gibt so ein geologisches Bohrungsgesetz auch. Es kann sein, dass es da noch andere, neue, also irgendwann mal 2017 oder später zustande gekommene Gesetze gibt, die das Verfahren grundlegen, juristisch grundlegen. Okay, jetzt ist die Frage die, und das ist die eigentliche politische, es waren auch Andeutungen hier, dass da CDU und SPD zusammengewirkt haben, aber auch mit den Grünen zusammengewirkt haben. Das dürfte also ein konsensuelles oder könnte gewesen sein, ein konsensuelles Verfahren über die Regierung hinaus, teilweise eben also auch mit der Opposition. Und dann, und jetzt werde ich aggressiv, ist es wohl, dieses Thema Gorleben kann leicht instrumentalisiert werden, sagen wir mal, um Hindernisse auszuräumen, dass es endlich bei Gelegenheit einmal eine schwarz-grüne Koalition gibt. Lieber Herr Rill, wäre Ihre Aggressionsart allgemeingut, dann hätten wir eine sehr harmonische Gesellschaft. Günther, fängst du an? Also die Frage, dass das Endlagersuchgesetz sozusagen das Vorspiel für Schwarz-Grün ist, teile ich nicht. Sondern es war die Notwendigkeit, dass man ganz sagt, es müssen schon im Bundestag und Bundesrat Mehrheiten gefunden werden. Bundesrat ohne Grünen gibt es im Bundesrat keine Mehrheit. Denn Enthaltungen, die bei Koalitionen gemacht werden, wenn ein Koalitionspartner ein anderes Stimmverhalten hat wie ein anderer, ist es Enthaltung und das ist im Bundesrat eine Nein-Stimme. Vom Verfahren her, das ist ungewöhnlich, wird auch sehr oft kritisiert, aber so ist das Verfahren. Also das bedeutet, es war die Notwendigkeit, schlichtweg die Notwendigkeit, alle mit ins Boot zu nehmen. Und das Zweite, es war der Wille auf jeden Fall, den Riesenstreit, den es um Gorleben gegeben hat, zu beenden. Und das, weil Gorleben damit gescheitert war, Sie haben alle noch die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die in Gorleben waren, in Erinnerung. Und um das zu vermeiden, hat man eben gesagt, es muss ein ganz, ganz breiter Konsens sein. Es muss letztlich auch der Konsens mit den Bürgerinitiativen gesucht werden. Und darum hat man gesagt, es muss lange dauern, muss viele Stationen haben, muss jeder mitwirken können. Und von daher hat dann Union und SPD und Grüne sich zunächst geeinigt. Ich glaube, die Linken haben auch zugestimmt, weiß es aber nicht sicher. Die FDP hat zugestimmt, ob die AfD dabei, nein, die war damals noch nicht im Bundestag, hat also keine Rolle gespielt. Also, aber wie gesagt, es muss darum gehen, Widerstände zu verringern. Und wie kann man das oberflächlich betrachten, war da die Frage auch. Zum Ersten, ich glaube, was stattgefunden hat in der letzten Zeit, ist etwas, was für Deutschland auch sehr hilfreich sein wird in der Zukunft für andere Bereiche. Das ist geologische Daten in eine standardisierte Form zusammenzubringen. Bisher war das wirklich durch das föderale Prinzip hier in Deutschland. Jedes Bundesland hat eigene Kategorisierung von Daten gehabt. Manche war analog, anderes nicht. Die Frage, wie sieht Deutschland aus, wird jetzt zum ersten Mal in eine andere wissenschaftliche Basis angeschaut werden. Und mit diesen neuen Daten wird es auch möglich, den nächsten Schritt zu nehmen und viel mehr über die Oberfläche sagen zu können als bisher. Erkundigungen werden auch gemacht, die werden auch bestimmt Bohrungen machen, in manchen Regionen herauszufinden, sieht es so aus, als wie die 3D-Modellen, was auf Basis unterschiedlicher Annahmen auch gemacht geworden sind, tatsächlich so sind, wie die 3D-Modell das darstellt. Diese nächste Phase wird natürlich Zeit nehmen. Die werden, ich vermute, auch im Bundesgesellschaft für Entlagerung ganz schnell sagen, dicht bewölkte Regionen, das macht wenig Sinn. Es wird nicht in den Großstädten stattfinden. Die haben in dieser Phase das nicht angeschaut, deshalb haben wir so viele Regionen noch als Teilgebieten darin, die, na, wir wissen, aus anderen Gründen sehr unwahrscheinlich als Teilgebiet bleiben werden. Aber die haben entschieden, dass die erste Phase war wirklich basiert nur auf die tief unterirdische Einigung und jetzt geht es um die überirdische Einigung. Aber es schafft halt Verunsicherung, wie man im Stadtrat von Nürnberg auch sieht. Ich will noch eine Bemerkung machen. Der Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima, der war für mich ganz entscheidend, auch von dem Wunsch geprägt, schwarz-grüne Koalitionen zu ermöglichen. In der Zeit war ich noch relativ nah an den politischen Entscheidungsträgern. Das hat damals eine Rolle gespielt, dass damit ein ganz großes Hindernis für Schwarz-Grün beseitigt wird. Aber die Frage Endlager, das ist kein Vorbote für Schwarz-Grün. Es würde in den Rahmen passen. Muss ja nicht die einzige Ursache sein, aber Schaden für Schwarz-Grün tut sicherlich auch nichts. Nein, insgesamt, Sie brauchen im Moment nur in die Frage der Umfragen schauen, dass dann unter Umständen eine schwarz-grüne Koalition erfolgen muss. Trotzdem, beim virtuellen Parteitag in der letzten Woche hat Söder klar gesagt, Hauptgegner des Wahlkampfes im nächsten Jahr sind die Grünen für uns. Das war natürlich auch die SPD früher, mit der man dann kollierte musste. Natürlich. Die nächste Frage. Kommt bitte vor. Wolfgang Käser, ehemaliger Vorstand eines Energieversorgungsunternehmens. Zwei Fragen zu Gorleben, am Beispiel Gorleben. Köln, Sie sagten, Gorleben ist rausgefallen in der Abwägungsphase, also in der letzten Phase. Und das wird jetzt untersucht. Könnte es sein, dass ein Gebiet, was rausgefallen ist, ich nehme jetzt mal das Beispiel Gorleben, in der zweiten Phase doch wieder reinkommt, wenn das Bundesamt Fehler gemacht hat? Nächste Frage. Sie als Begleitgremium dürfen auch Wissenschaftler benennen, die den ganzen Prozess und auch die Ergebnisse nochmal überprüfen. Könnte es sein, dass Sie auch Wissenschaftler benennen, die jahrzehntelang gesagt haben, Gorleben ist okay? Und wie geht es diesen Wissenschaftlern heute, die jetzt pipiert sind? Und jetzt eine allgemein, ja, wenn Sie so wollen, demokratietheoretische Frage. Dieses Verfahren ist ja unheimlich detailliert. Herr Bettstein, Sie sagten, die Deutschen machen das halt so. Könnte es sein, dass so ein Verfahren auch Vorbild für andere Verfahren wird? Sie haben Straßenbau erwähnt, Kraftwerke, alles was unangenehm ist und dass wir an diesem Beispiel in Deutschland jedenfalls überhaupt nichts mehr voranbringen, was schwierig ist. Günter, fang du an. Also, dass Gorleben wieder reinkommen kann, ist eindeutig. Unterstellt, nochmal, das heißt nicht, dass ich das erwarte, aber wenn in den Teilgebietskonferenzen sich herausstellen sollte, dass die Wissenschaftler und die Diskussionen laufen und sagen, also da ist getrickst worden, dass man Gorleben gleich rausgenommen hat, das war aber falsch, das, dann könnte Gorleben wieder reinkommen. Die Wahrscheinlichkeit halte ich so irgendwo bei 0,01%. Die zweite Frage, dass wenn Sie Gutachter haben, die dort große Erfahrung haben, rege ich durchaus an, Sie können sich an mich wenden. Ich bin Mitglied dieses Begleitgremiums. Ich werde es auf jeden Fall dort mal zur Sprache bringen. Nicht der Einzelne kann Gutachten benennen, aber das Gremium. Ich halte es für in jedem Fall sinnvoll und interessant, Leute, die da Erfahrungen gesammelt haben, in den Bereichen dann auch im weiteren Verfahren mit zu beteiligen. Die können übrigens, ohne dass sie einen Auftrag haben, in die Fachkonferenz Teilgebiete reingehen und sich dort mit einbringen und alle ihre Kenntnisse dort mitförmlich in die Diskussion einbringen und auch die Verantwortlichen zwingen dazu, dann etwas zu sagen. Von daher wird es auch ganz interessant werden. Unser Gutachter Herr Rausch, der an der Technischen Hochschule in Darmstadt lehrt, hat auch gesagt, Gorleben ist der besterforschte Salzstock der ganzen Welt, während beispielsweise Granit bisher noch relativ wenig erforscht ist. Im Salzstock hat man Kali und Bodenschätze gesucht und dadurch sind manche Erkundungen gemacht worden. Gorleben hat man natürlich schon Hunderte von Millionen verbuddelt und weiß viel. Aber nochmal, wir als Perfektionisten, wir haben ja auch da jedes Interesse oder wir werden da noch weiter viel Geld für Untersuchungen verbuddeln. Andere Länder interessieren sich dafür, wie das bei uns läuft, dass jedes Straßenbauverfahren oder im Moment wäre besonders attraktiv die Stromleitungen von der Nordsee, von den Windrädern nach Bayern. Wenn selbst der Wirtschaftsminister in Bayern sagt, wir brauchen keine Leitungen, weil wir die Steckdosen haben, ich darf als Politiker das etwas karikieren, dann wäre da vielleicht auch ein solches Verfahren denkbar, aber vom Zeitablauf ist es nur bei einem Jahrhundertprojekt denkbar oder machbar, aber sicher nicht bei einem Straßenbau, Flughafen, dritte Stadtbahn oder irgend sowas. Man könnte ja auch so Begleitgremien in kleinem Rahmen machen, kurzfristiger auch. Entwickeln wir hier ein Verfahren, das, wie Herr Dr. Käser meint, später uns vielleicht ganz hemmt und gar nichts mehr vorangeht, oder könnte es auch sein, dass wir etwas finden, was den Bürger dann mitnimmt? Ja, ein Punkt zu der letzten Diskussion, dann komme ich auf dieses. Zu der letzten Diskussion, ich glaube, eins, was das Nationale Begleitgremium überlegt, könnte hilfreich sein. Wir überlegen, ob wir ein internationales Peer-Review-Team einrichten. Dass man Gutachter, internationale Gutachter, die nicht Teil der deutschen Wissenschaft-Community sind, das von außen zu betrachten, weil das könnte vielleicht eine Objektivität in das ganze Prozess bringen, das vielleicht schon da ist, aber nicht so gesehen ist. Und das ist mindestens eins, was wir überlegen, weil einen Geologen in Deutschland zu finden, die nicht schon für das Ministerium oder für das BASE gearbeitet hat oder jetzt für den BGE, ist nicht so einfach. Das mindestens als eine Überlegung, was wir in das Nationalbegleitgremium zurzeit haben. Wir haben auch eine zweite Überlegung, das ist eine Überlegung, eine weitere internationale Betrachtung von dem Prozess zu haben. Zu sehen von Außensicht, wie ist der deutsche Suchprozess, der Standortauswahlprozess wahrgenommen und welche Stärken und Schwächen hat hat es, wo können wir auch noch vielleicht von anderen, besonders Länder, die sind ein bisschen weiter als uns, mit der Suche für einen Standort, was können wir von dem lernen? Zu Ihrer weiteren Frage, wird die Demokratisierung des Prozesses, der Beteiligung, partizipative Prozessen uns lahmlegen? Ich glaube, dass wir entwickeln diese Prozesse, weil wir haben gesehen in den letzten Dekaden, Deutschland hat inzwischen Schwierigkeiten mit Großprojekten. Die kommen nicht voran und die kommen nicht voran wegen die Widerstand, ne? Stuttgart 21, die Hochspannungsnetze auch Richtung hier Bayern, Berlin Flughafen, die Münchner Flughafen. Ne? Da gibt es Projekte nach Projekten, die dann vom Widerstand nicht vorankommen oder nur mit sehr, sehr langer Verspätung. Und ich finde es mindestens ein nicht falscher Versuch, einen neuen Prozess zu finden, die die Gesellschaft besser mitnimmt und auch die Wissen, was man in der Gesellschaft hat, in den Prozess einfließen lassen kann. Teuer, ja, teuer teilweise, weil der erste Versuch gescheitert ist. Ne? Und es ist nicht nur in Deutschland, es ist in den meisten Ländern, dass es gescheitert hat. In den meisten Ländern war es in den 60er, 70er Jahren, dass die haben gesagt, wir bauen in den Lager, aber es ist nicht vorangekommen. Und das, weil da gab immer zu viel Widerstand. Ob dieses Prozess am Ende erfolgreich wird, ich kann nur sagen, ich hoffe für die nächste Generation. Ich sehe etwas jüngere Personen im Raum. Ich glaube, für ihre Generation ist das super wichtig, dass wir mit diesen Problemen uns umgehen. Die nächste Frage. Geh bitte, ja, du, geh bitte ans Mikro. Stankiewicz, Abendzeitung. Es scheint ja gewisserweise etwas auf den Bayerischen Wald zuzulaufen, zumindest was die geologischen Aufschlüsse betrifft, das Granit. Und nun feiert man jetzt da gerade zufällig auch den 50. Geburtstag des Nationalparks. Müssen Sie als Politiker da nicht besonderen Widerstand von vornherein erwarten? Das geht an den Politiker. Die Frage, dass über dem Granit ein Nationalpark ist bisher nicht berücksichtigt worden. Das kommt, diese Frage der oberirdischen Erkundungen, Probleme kommt in einem späteren Teil des Verfahrens. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel Nationalpark oder nehmen wir mal Weltkulturerbestätten oder ähnliche hochgradig geschützte Vorhaben unter Umständen von vornherein ausscheiden. Ob das der Bayerische Wald insgesamt ein geeigneter Standort ist, wird sehr stark davon abhängen, wie man insgesamt, Frau Professor Schreuers hat es schon angedeutet, mit der Frage Salz, Granit oder Ton weitergeht. Da muss nach jedem Wirtsgestein müssen andere Entsorgungsformen stattfinden. Das heißt, es muss ein Gesamtkonzept entwickelt werden und verglichen werden, das bei Salz anders ist als bei Granit. Und wohin da die Reise geht, traue ich mir noch nicht zu sagen, ist in den Diskussionen, die wir bisher geführt haben, nicht deutlich geworden. Aber da wird es viele, viele Nachfragen geben und das wird ein hoffentlich transparenter Prozess werden. Da werden viele Leute mitwirken und sagen, Granit ist nicht so geeignet wie Salz. Und wenn man Granit hat, muss man ganz andere Konfektionen für den Müll haben, den man in 500 Meter Tiefe hat, als wenn das bei Salz ist. Also es müssen andere Kastoren entwickelt werden oder was weiß ich was. Da wird es also noch viele Diskussionen geben. Und da hat die Staatsregierung ja schon angekündigt, dass sie sich konstruktiv an diesem Prozess beteiligt. Ich halte es für richtig. Selbstverständlich sollen die mitwirken mit ihrem geologischen Wissen. Staatliche Verwaltungen haben auch erhebliche Kapazität an Fachwissen. Vor allem in Bayern. Natürlich. Und die werden sich damit beteiligen und werden nicht in der Richtung sich beteiligen, dass ein Endlager hierher holen wollen, sondern sie werden die Bedenken in erster Linie geltend machen. Dass am Ende, wenn der Prozess 2035 stattfindet oder 2050, dann die Einlagerung ist, sicher auch irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, ist für mich klar. Ich habe neulich in einem Gespräch nicht ganz ernst, aber erst recht nicht ganz unernst gesagt, wenn, nachdem alles klar ist, dass das wirklich nach menschlichem Messen 100%ig sicher ist, sodass die Gutachter bereit wären, über dem Endlager zu wohnen, das ja in 500 Meter Tiefe ist, wenn also man ohne weiteres drüber wohnen kann, und dann kommt noch Steuerfreiheit für 30 Jahre, dann könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute plötzlich dorthin ziehen, weil sie sagen, sicher ist es, und ein gewisser Incentive ist auch da. Aber das wird sicher nicht vor dem Jahr 2035 frühestens entschieden, wahrscheinlich 2050, und wird hoffentlich deswegen noch nicht in einem Wahlkampf eine Rolle spielen. Also dann werde ich hier nicht mehr moderieren. Eine Frage zu Standortmöglichkeiten. Halten Sie beides für möglich, dass ein Standort im Osten in den neuen Ländern gefunden wird? Man hört ja dort schon die Meinung, was sollen wir den Mülldreck, der in Westdeutschland produziert wurde, womit die einen Teil ihres Wohlstands gesichert haben, dann bei uns aufnehmen? Frau Scholz. Ich glaube, wir müssen in diesem Fall wirklich zu den bestgeeigneten Standorts fokussieren, egal wo es ist. Im Sinne, wir reden über hochradioaktive Müll. Wir reden über etwas für eine sehr, sehr lange Zeitspan sichergestellt werden muss. Und ob das im Westen oder Osten, Norden oder Süden zu finden ist, das soll eigentlich nicht aus politischen Gründen entschieden werden. Ob das am Ende so wird, das kann ich nicht entscheiden. Das ist, wir versuchen den Prozess wirklich wissenschaftlich basiert, mit dem Fokus auf die technische Geeignetheit einer Region, geologische Geeignetheit einer Region zu fundieren. Ich vermute, dass in 300 Jahren Zeit, 500 Jahre Zeit, die europäische Landkarte wird anders ausschauen als jetzt. Ich vermute, dass in 10.000 Jahren Zeit wird es wahrscheinlich sehr anders aussehen wie jetzt. Ich glaube, wir sollen nicht auf Basis die kurzfristige Politik über so etwas wichtig entscheiden. Ob das stattfinden kann, ist eine andere Frage. Das ist ein großes Wort, ja. Also man muss zunächst mal sagen, dass natürlich auch in Ostdeutschland Kernkraftwerke genutzt worden sind, die auch ein Endlager brauchen. Ich erlebe in der Diskussion, dass gerade uns Bayern gegenüber gesagt wird, ihr Bayern versucht euch rauszuziehen, dabei wart ihr die größten Befürworter von Kernenergie. Mir stimmt, dass auch ich heute noch Befürworter der Kernenergie bin. Ich bin deswegen ein Exot sicher in diesem ganzen Prozess. Ich sage auch, mir leuchtet es bis heute nicht ein, dass wir unsere Kernkraftwerke abschalten, aber dann von Frankreich und Tschechien in großem Maße Strom beziehen, von Kraftwerken, deren Sicherheit wir nicht überprüfen und nicht garantieren können. Aber nochmal, alle diese Überlegungen sind unzulässig. Das ist nicht so, dass man fragt, wo ist am meisten Bruttosozialprodukt mit Kernkraftstrom gewesen, oder wie man bei Wackersdorf gesagt hat, es muss sich jeder irgendwelche Lasten haben, der eine kriegt das Endlager, der andere kriegt die Wiederaufarbeitung. Nein, sondern es muss in der Tat gehen, wo ist die bestmögliche Sicherheit. Wir als nationales Begleitgremium haben die Aufgabe, diesen Prozess zu begleiten, dass es eben nicht irgendwelche Tricksereien gibt, so auch politische Tricksereien. Es erleichtert, Sie kennen mich, dass ich als Politiker durchaus auch mal ein bisschen getrickst habe und das auch schön ist für einen Politiker, notwendig. Aber die Tricksereien sind deswegen nicht ganz so interessant, weil es ewig lange Zeiträume sind. Und niemand von den jetzt Handelnden wird noch die erste Einlagerung des ersten Castors im Endlager erleben. Das heißt, es ist ein langfristiger Prozess, selbst ein nachfolgender Dauerkanzler wird im Jahr 2050 nicht mehr Kanzler sein. Also von daher sind die Prozesse so langfristig, dass kurzfristige Hin- und Herschiebereien keinen ernsthaften Sinn machen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gerd, geh nochmal vor, bitte. Ich hätte noch mal eine Lernfrage, auch an beide. Das wird ja alles national abgewickelt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Staaten, die Atomkraft benutzt haben oder immer noch benutzen. Warum ist es eigentlich nicht möglich, da eine internationale, eine europäische Lösung zu finden, das auf dieser Ebene zu regeln? Warum ist es offensichtlich nur im nationalen Kontext möglich? Also zunächst, das ist eine formale Antwort. Im Endlagersuchgesetz steht drin, dass sich die deutsche Bundesregierung verpflichtet, keine Vereinbarungen über Lieferung von hochradioaktivem Material ins Ausland zu verhandeln. Das bedeutet, dass nicht mal mit Frankreich oder mit Tschechien über ein gemeinsames Endlager verhandelt werden kann. Das ist der formale Gesichtspunkt. Ich gestehe Ihnen, dass ich in meiner aktiven politischen Zeit gesagt habe, das Beste wäre, wenn wir Lager in Russland finden würden. Das ist zwar politisch nicht korrekt, heute muss ich allerdings sagen, ich hätte nicht das Vertrauen, dass ein Putin sehr verantwortlich mit sowas umgeht. Und die Frage, ob man nicht auf europäischer Ebene mehr Zusammenarbeit machen hätte können. Also die europäische Ebene war dazu nicht bereit, weil es heilfroh ist, dass dieses heiße Eisen nicht europäisch gelöst werden muss. Und politisch muss man wohl auch sagen, es gibt in keinem Land ernsthafte Bereitschaft, auch den Atommüll noch für andere Länder mit aufzunehmen. In Finnland beispielsweise war auch Voraussetzung, dass man Gebiete gefunden hat, die bereit waren, dass garantiert wird, dass es nichts vom Ausland kommt, sondern nur sozusagen die eigene Verantwortung ist, die man nicht irgendwie abschieben kann. Ja, dazu, ich bin selbst der Meinung, dass es würde vernünftiger sein, wenn man weniger Endlager bauen würde weltweit. Aber politisch ist das sehr, sehr schwierig. Und auch innerhalb Europa gibt es wohl Signale, dass in der Zukunft könnte da wohl etwas Zusammenarbeit zwischen manchen Ländern sein in Endlagerung. Im Sinne, da sind ein paar europäische Länder mit nicht besonders viel hochradioaktivem Müll. Und für diese Länder in ein Lager zu bauen, würde vielleicht nicht so vernünftig sein. Ich vermute zum Beispiel, dass die hochradioaktive Müll aus Belgien wird wahrscheinlich von Frankreich aufgenommen. Frankreich wird wahrscheinlich sehr gut von Belgien bezahlt worden, um das aufzunehmen. Ob das politisch durchsetzbar ist, weiß ich nicht, aber ich würde davon ausgehen, dass dieser Versuch wird mindestens da sein. Ob Deutschland in der Zukunft gefragt werden könnte, zum Beispiel die hochradioaktive Müll aus den Niederlanden aufzunehmen oder aus Tschechien oder sowas. Tschechien baut eigenes Endlager, die Niederlande nicht. Die Niederlande baut zurzeit ein langfristiges Zwischenlager für 100 Jahre. Das ist aus meiner Sicht eigentlich eine Verschiebung des Problems an der Zukunft, ohne zu wissen, was die eventuelle Lösung sein wird. Aber ja, so ist es zurzeit. Darf ich noch einen Hinweis geben? Im Endlagersuchgesetz ist festgehalten, die Sicherheit muss für 1 Million Jahre sein, aber für 500 Jahre muss wieder das Material rückholbar sein. Warum? Weil es ja in der Wissenschaft vielleicht, Stichwort Transmutation, Entwicklungen gibt, dass daraus Rohstoff gewonnen werden könnte. Und darum ist diese Rückholbarkeit. Darum muss ich sagen, finde ich die Idee mit 100 Jahren Zwischenlagern nicht so unverantwortlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn wenn man ein Endlager baut, das 500 Jahre rückholbar ist, in Erwartung möglicher wissenschaftlicher Entwicklungen, dann könnte das für die Frage der Zwischenlagerung auch eine Rolle sein, vor allem, weil natürlich unsere Zwischenlager unter dem Sicherheitsaspekt Terrorismus einem schon Bauchschmerzen machen könnten. Ich sehe jetzt da keine weiteren Fragen, deswegen schließe ich da noch eine Frage an. Gerade die Zwischenlager, die sind für die Gemeinden, an den Standorten sie sind, ja immer eine Belastung, vor allem der weite Zeitraum. Da hört man ja auch, gibt es eine Arbeitsgemeinschaft dieser Standorte, die beklagen ja schon den langen Untersuchungszeitraum, befürchten schon, dass möglicherweise 2080 dann eine Endlagerung, wenn überhaupt, kommen wird. Und derweil haben sie diese Container vor sich stehen und wissen nicht, was damit in der langen Zeit geschieht. Ist das diese Befürchtung wirklich ernst? Also der Bürgermeister, der Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft der Kommunen ist, war am letzten Samstag mit in der Sitzung der NWG, und ich habe am Rande dann mich mit ihm unterhalten. Er sagte mir, dass die Genehmigung der Zwischenlager so irgendwo bis 2070 geht. Aber er sagte, es gibt in der Tat Befürchtungen, dass der Befüllungszeitraum bis 2070 nicht ausreicht, und dann muss unter Umständen über Verlängerungen nachgedacht werden. Das ist nicht das Problem der nächsten Tage und nächsten Wochen, auch nicht der Beamten, die heute da sind, wenn man den Zeitraum sieht, aber es könnte kommen. In der Tat aber die Frage, dass hier unter den Aspekten Sicherheit der Zwischenlager möglicherweise schon kritische Nachfragen auch kommen werden. Ich weiß, dass im Grafenrheinfeld da eine Bürgerinitiative ist, die sich damit beschäftigt. Es ist deswegen interessant, dass in der nächsten Phase, wenn die Regionalgebiete sind, gibt es Regionalkonferenzen. Und da werden dann die Gemeinden, die Zwischenlager haben, dazu eingeladen. Das soll auch den Prozess ein Stück befruchten, dass man sagt, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir machen sowas überhaupt nicht, dann bleibt das Ganze in Zwischenlagern, was mit Sicherheit die schlechtere Lösung ist als ein nicht perfektes Endlager. Denn die Zwischenlager sind ja nur, das ist letztlich die Kastoren gestapelt sind, da gibt es kein Prinzip der Mehrfachsicherheit. Da gibt es zwar jetzt Betonwände, die man unter dem Aspekt Terrorabwehr gemacht hat, aber wenn ein Flugzeug dann abstürzt, dann kommt es darauf an, dass der Kastor hält. Und das ist ja immerhin unmittelbar in der Nähe des Münchner Flughafens ein derartiges. Also von daher kann es schon Diskussionen geben. Vor allem sage ich, das zeigt, dass es Sinn macht, in jedem Fall in einer Zeit ein Endlager zu suchen und nicht die Zwischenlager ewig zu machen. Es sind immerhin 16 Zwischenlager mit, glaube ich, über 10.000 Tonnen hochradioaktiven Müll. Die letzte Frage geht an Sie. Herr Beckstein hat sie nämlich schon beantwortet, die ich eigentlich beiden stellen wollte. Jetzt geht die Endfrage an Sie. Wie stehen Sie zur Atomkraft? Mein Vater war nicht Nuklearphysiker, aber Physiker, und ich bin in einer Familie aufgewachsen, die eigentlich ziemlich nah zum Nuklear war. Aber ich habe in meiner Lebensgeschichte viel mitgemacht mit Nuklear. Ich habe nicht weit von Three Mile Island gelebt. Ich war in Japan für mehrere Jahre, nicht weit von Fukushima. Und natürlich meine Zeit in Deutschland, die Einfluss von Tschernobyl. Das, obwohl ich finde, es ist eine total spannende Technologie. Ich fürchte, dass die Menschen sind immer geprägt, Fehler zu machen. Und deshalb frage ich mich über die Sicherheit langfristig. Ich finde, die Entscheid, weg von dem Nuklear zu gehen, auf mehrere Gründe nicht verkehrt, weil es erlaubt auch die Möglichkeit, andere Technologien zu entwickeln. Ich verstehe total gut alle, die in diesem Bereich gearbeitet haben, wie schwierig das sein muss. Und ich möchte auch nicht die Atomtechnologie in diesem Sinne kritisieren, aber die Tatsache ist, da sind große Probleme, die auch mit Atomkraft zu tun haben. Und was mir noch größere Sorgen macht, sind eigentlich die weitere Nutzung von nuklearen Materialien. Was man sieht, nur ein sehr, sehr kleines Beispiel ist, was man sieht in der Zwischenzeit, ist so James Bond-mäßig, dass Leute werden jetzt durch Plutonium eigentlich wahrscheinlich von aus Russland ermordet. Ne? Was man weiß, in vielen Ländern, wenn der Politik sich ändert, der Sicherheit, was wir jetzt in Deutschland kennen, ich kann mich nicht sicherstellen, dass diese noch geben wird in 300 Jahren Zeit. Ne? Wenn man sieht, andere Länder, die mit Nuklearenergie umgehen, dass der Politik Richtung Autokratie immer stärker geht, dann frage ich mich, hat man wirklich die Checks and Balances, was man braucht, um die Sicherheit dieser Technologie langfristig zu wahrleisten. Aus diesem Grunde bin ich eigentlich Skeptiker. Vielen Dank. Ja, wir sind am Ende einer spannenden Diskussion, die eigentlich nur der Beginn einer viel größeren Diskussion ist. So ist es. Und ich bin nochmal froh, dass Sie beide hier bei uns waren, da wir zusammen diesen Start machen konnten. Mal sehen, wann wir wieder zusammenkommen, unter welchen Umständen, was da geschehen sein wird, was man erkennen kann, wie die Politik auch sich da entwickelt. Wir werden weiter darüber diskutieren, werden uns auch wieder treffen hier. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen hier im Saal ein schönes Wochenende, Ihnen draußen an Bildschirmen auch und, was wir ganz am Anfang gesagt haben, haben Sie morgen einen schönen Feiertag, der aber nicht nur ein freier Tag sein soll, sondern ein Tag zur Erinnerung, was uns in 30 Jahren gelungen ist. Alles Gute. Happy Unity. So, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das...